Ja, Leute, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir haben beim letzten Mal die Gruft des Phyragnos, ja, vorerst abgeschlossen, kann man das so sagen. Und es ist ein einziger Tunnel, also der Tunnel. Der Galett-Tunnel ist hier nicht in unserer Nähe. Wir gucken mal. Dann gehen wir halt eine Ebene tiefer. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ein ausgetrocknetes Flussbett. Könnte das wohl sein? So, wir gehen hier erstmal nach rechts. Hier kommen doch bestimmt gleich wieder... Ja, also so eine alte Kotzmutti. Alter, sorry, aber die widerlichsten Gegner bis jetzt im Spiel... Hör auf! Hör auf, du fettes Tier! Ey, deine Murgans, die du auskotzt, die helfen dir echt voll gut. Guck mal, wie eifrig die kämpfen. Hab ich statt nicht hier blockt? Sag mal. Na komm. Dann halt nicht. Azurit-Dolche. Und die fette Mutti hat bestimmt wieder nichts Tolles für mich. Schülerstiefel und Edelweiß. Hier sind übrigens die Tunnel. Das ist schön. Hier ist aber erstmal noch ein Stein. Einst gab es einen, der Dritte. Der aus der Dunkelheit starrte und lächelte. Er wartete dort mit Schergen an seiner Seite. Er war ein Dämon, der sich in ewigem Chaos badete, der der Schreie seiner Opfer vor Freude brüllte. Die Alten stellten sich ihm und besiegten ihn. Sie bewahrten die Kinder des Staubs vor windenden Qualen. Ach, hier. Hä, wo ist denn das andere? Ist da... Hä? Oh, hier ist noch eine Truhe zum Backen. Aber wo ist denn... Gib mir den Loot. So, erstmal ganz schnell die Truhe hier noch. Entbannen? Nein, bannen! Verdammt! Boom! Hab eine recht ansehnliche Reaktion heute, muss ich sagen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo denn diese mysteriöse Truhe ist, die wir hier links noch sehen. Alter! Oh mein Gott. Sorry. Man sehe es mir nach. Gehen wir in die Tunnel? Ja, ja. Wir gehen in die Tunnel. Ich finde das Gebiet deutlich unübersichtlicher als das Gebiet davor, dessen Namen ich vergessen habe. Naja. Alserund. Natürlich, das wusste ich. Wollte mich nur noch mal vergewissern, ob es stimmt. Dann würde ich sagen, ab in den Galett-Tunnel, ne? Ist das jetzt eigentlich ein einziger Tunnel oder sind das mehrere Tunnel? Das werden wir gleich herausfinden. Nachdem ich mich am Arm gekratzt habe, weil er tierisch juckt. Schon wieder so ein Spaten an der Backe. Wir sind da. Hallo. Aber etwas stimmt nicht. Kümmern wir uns erst einmal um die Kobolde. Kolm Alba. Der Alpha? Ja. Er wirkt ein wenig schwächlich. Ja. Aber er ist schon in Ordnung. Und im Kampf gegen diese Bastarde können wir Magie wirklich gut brauchen. Gruft des Phyragnos. Sie ist ein dunkler Ort. Ich habe während meiner Zeit bei den Kriegsgeweihten von ihr gehört. Sie ist dazu gedacht, dieses Ding eingesperrt zu halten. Ich würde mich lieber von ihr fernhalten. Okay.
Tschüss. Jetzt fängt der Rücken auch noch an zu jucken. Nee. Da packt er den Speer aus und schon geht's los. Das lasse ich jetzt mal so zweideutig im Raum stehen. Zwei Männer in einer Höhle, er packt den Speer aus und es geht los. Er kann auch wenig bis gar nichts und dafür eine ganze Menge. Ja, lauf doch. Lauf doch vor Dolche des Blutvergießens. Du hast auch noch Loot. Gib her. Sterndistel und irgendwelche Tränke, die ich eh nicht nutze. Geht die Tür auf? Dieser Hebel scheint fest an seinem Platz zu sitzen. An seinem Ende befindet sich ein kleiner Griff, der in eine der vier Himmelsrichtungen gedreht werden kann. Ja, und ich kann ihn nicht drehen. Okay. Gut. Das Spiel will mir offensichtlich sagen, dass wir in diese Schatzkammer nicht rein können. Also in diese offensichtliche Schatzkammer, weil dahinter drei Truhen sind. Beziehungsweise dreimal Loot. Triple Loot. Ah, er mischt hier schon wieder die Kobolde auf. Naja, mehr schlecht als recht wahrscheinlich. Wow, wie viel Schaden du ihm gemacht hast. Schön. Schöne Sterbeposition. Gefällt mir. So, hier ist eine Truhe. Soll er sich da unten... Oh, Dietrich. Soll er sich da unten erstmal kurz mit dem Kobold noch rumschlagen? Klappt super. Hör auf, Bomben zu werfen. Verfolgerszepter, gehärteter Talisman. Alles nichts, was wir gebrauchen können. So bitter. Und er hängt da immer noch schön ab. Einmal Kobold bitte. Gut abgehangen. Die Kobolde sind erledigt. Aber etwas ist seltsam. So viele Leichen. Ich glaube nicht, dass das die Kobolde waren. Aha. Theas war früher ein Kriegsgeweihter, genau wie ich. So ein Gesindel wäre für ihn kein Problem. Aber diese anderen Leichen sehen aus, als hätten sie einen schweren Kampf hinter sich. Sie müssen zum Testament gehören. Was bedeutet, dass sie Theas getroffen haben? Und dann kam es zum Kampf. Wir müssen herausfinden, ob Theas das überlebt hat. Tears for Fairs. Was ist in diesen Höhlen geschehen? Ja, das versuchen wir herauszufinden. Die Frage stelle ich jetzt nicht, weil er uns wahrscheinlich das gleiche nochmal erzählt. Du gehst zurück. Ich gehe mal gucken, was hier hinten noch los ist. Viele Leichen. Okay. Auch seltsam, kann ich mir auch nur vorstellen, dass wir hier nochmal rein müssen. Und hier auch noch irgendwie, weil, keine Ahnung, ein Kämpfchen stattfindet oder so. Weil ansonsten wäre diese Ecke auch sehr nutzlos. Ach, guck mal hier, kann er hier jetzt aufmachen? Er steht da so rum. Kollege, mach auf! Sie ist fest verriegelt. Wir müssen die Leichen von Alsace und Berzer finden, um sie zu öffnen. Beginnen wir mit der Suche. Wenn ihr eine Leiche seht, die zu meiner Gruppe gehören könnte, gebt laut, dann komme ich rüber. Wuff, wuff. Das ist weder Alsace noch Berzer oder Theas. Wahrscheinlich wieder einer von diesen Mistkerlen vom Testament. Frechheit. Kobold, Kobold. Hier du? Das wäre auch zu einfach. Das ist ein fremdes Gesicht. Ja. Die gehörten nicht zu meiner Gruppe. Wetten, ernsthaft Spiel, sollte das jetzt wirklich der Fall sein, dass die hinten drin liegen? Ach komm schon. Kommt er? Er kommt. Los! Schneller! Berzer,
Sie war nur eine Söldnerin auf der Suche nach dem schnellen Gold. Aha. Ohne zu ahnen, dass es so enden würde. Aber immerhin hat sie ihre Kombination noch. Okay. Das ist weder Alsers noch Berza oder Teers. Wahrscheinlich... Ja, ja. Bla, bla, blub. Das ist ein fremdes Gesicht. Das ist ein fremdes Gesicht. Klappe! Bei Fuß? Das ist weder Alsers... Noch ein Mitglied des Testaments. Die Quest nervt. Dezent. Das ist ein fremdes Gesicht. Ist aber auf jeden Fall auf der anderen Seite auch mal eine Abwechslung. Hallo? Kenne ich nicht. Wen kennst du überhaupt, du Null? Noch ein Mitglied des Testa... Dich habe ich noch nicht, ne? Sonst könnte das... Das ist Alsers. Ja. Ich kannte ihn nicht besonders gut, aber so einen Tod hat er nicht verdient. Anscheinend hat er seinen Teil der Kombination noch. Haben wir jetzt alle... gefunden, offensichtlich. Gut, dass ich die Quest mal langsam aktiviere. Ich bin ein bisschen gespannt, was uns dahinter erwartet. Vielleicht sollte ich mir abgewöhnen, gespannt zu sein, weil sowieso nur Schund drin ist. Ja, die Abfolge eingeben. Mit Herd sprechen. Ich will nicht mit dem Herd sprechen. Reit heißt er ja. Reit doch nicht so schnell. Ich komme ja gar nicht hinterher. Zack. 4 Dietriche. Das hat sich gelohnt. Und ein fetter Haufen. Noch ein fetter Haufen. Ein fetter, fetter Haufen. So, Reit, wie sieht's aus? Es ist Teers. Wir kommen zu spät. Reitsgruppe. Ich kann nicht glauben, dass sie wirklich tot sind. Es sieht so aus, als hätte es einen Kampf gegen das Testament gegeben. Warum sollte er sich so verstecken? Ich weiß nicht. Teers ist in seinem ganzen Leben nie vor einem Kampf davongelaufen. Es sieht fast so aus, als hätte er sich absichtlich hier eingeschlossen. Aber warum? Wenn er wusste, dass er stirbt, weshalb sollte er sich dann die Mühe machen, sich hier zu verstecken? Außer, er wollte verhindern, dass das Testament den Schatz bekommt. Moment, habt ihr das gehört? Das Testament ist hier. Party! Party, Party, Party! Was muss ich machen? Reitschützen. Okay. Hallo. Hallo! Geh weg! Müssen wir jetzt gegen Wellen kämpfen? Aua! Was ist denn hier los? Hör mal auf, mit dem Stab auf den Boden zu hauen. Das bringt dich auch nicht weiter. Halt, Loot! Dann ist alles klar. Meine Gruppe konnte die Tür öffnen, das Testament kam rein, wollte den Ring haben und hat alle ins Paradies befördert. Verdammte Narren. Wir sind eigentlich nur wegen des Geldes gekommen. Mehr wollten wir nicht. Trotzdem hat Teers den Ring vor ihnen verborgen. Er hat ihn für wichtiger gehalten als sein Leben. Warum? Das Testament hat genug angerichtet. Ich werde dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal geschieht. Nehmt den Ring. Ich will ihn nicht mehr. Wir sehen uns im Lager. Hm. Okay. Was kann denn der Ring? Vielleicht sollte ich bei Accessoires gucken, wenn ich wissen möchte, was ein Ring kann. Es ist ein Ring, der bei Berührung warm wird. Er trägt die eingravierte Inschrift: Am Ende der Schlucht schläft Phyragnus und wartet, sich wieder zu erheben. Das heißt...
dass unser nächster Stop wieder die Gruft des Phyragnos ist? Fragezeichen. Ich glaube doch irgendwie schon. Auch wenn wir dafür jetzt explizit keine Quest haben. Da oben ist aber eine neue Quest. Hallo. Kommt der angestapft hier? Wir gehen mal wieder Richtung Lager zurück. Und gucken mal, was die nächste Quest für uns bereithält. Vielleicht ist es ja eine Folgequest für die Gruft oder so. Das würde ich jetzt in der Folge einfach mal noch nachgucken. Und dann im Zweifel in der nächsten Folge nochmal in die Gruft. Diese mysteriöse Truhe da oben oder was auch immer das dann ist, haben wir auch noch nicht gefunden. Hey! Nein! Hey! Ihr seid also der Abschaum, der für Kolm das Testament ausgeweidet hat. Schön für ihn. Sieht aus, als könntet ihr beträchtlichen Schaden verursachen. Ja. Ich heiße Eate. Manche nennen mich Eate die Schwarze. Ja. Wenn ihr nur halb so fähig seid, wie Kolm sagt, würde ich gerne eine Übereinkunft mit euch treffen. Wer hat dir denn das B im Vornamen geklaut? Beate. Wer war das? Ich töte ihn für dich. Reit Ameltu. Er ist ein Feigling. Und ein paar Schlachten machen noch keinen Krieger aus ihm. Vielleicht findet er ja irgendwann etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Oder auch nicht. Gruft des Phyragnos. Ich habe nicht besonders viel für Geschichte übrig. Aber soweit ich es gesehen habe, erstreckt sich diese Ruine unter der gesamten Schlucht. Wenn ihr einen Ort seht, zu dem kein erkennbarer Weg führt, ist es äußerst wahrscheinlich, dass ihr ihn durch die Gruft erreicht. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Beate Dunbert. Eate Dunbert ist tot. Sie wurde vor 2 Jahren getötet, als das Testament grundlos ihren Hof niederbrannte. Jetzt bin ich der Hass und die Rache aller Opfer des Testaments. Und ich bin hier, um abzurechnen. Mach dann 3,50 bitte. Die Roten Marschen. Sie waren einst ein wirklich netter Ort, bis sich das Testament entschied, hierher zu kommen. Kolm Alba. Er ist ziemlich still und so wie er aussieht, auch äußerst belesen. Er fühlt sich in einer Bibliothek bestimmt besser aufgehoben als in diesen Ruinen. Ich zweifle nicht daran, dass er es ernst meint. Aber wer weiß schon, ob er sich im Kampf behaupten kann. Was für eine Abmachung! Das Testament hat die Feinlande heimgesucht wie ein Buschfeuer. Vor einigen Jahren kamen sie auf meinen Hof, machten die Erde unfruchtbar, ließen keinen Stein auf dem anderen und rissen meinen Mann vor meinen Augen in Stücke. Ihr Fehler war, mich am Leben zu lassen. Ich habe die Möglichkeit, sie leiden zu lassen, aber mein Plan funktioniert nur zu zweit. Warum haben sie euch leben lassen? Ich weiß es nicht. Warum geht ihr nicht hin und fragt sie? Okay. Tut mir leid. Das Testament. Sie glauben, dass alle im Tod Erlösung finden. Aber obwohl sie meine Familie getötet haben, ließen sie mich am Leben. Die Schweine dachten, ich würde mich ihrem Kult anschließen. Okay. Wir helfen. Gut. Aber wir werden sie nicht einfach nur zur Strecke bringen. Wir werden einige vergiften und ihre Leichen in den Wasservorrat des Testaments werfen. Wenn diese Mistkerle dann an ihrem eigenen Wasser zugrunde gehen, werden sie bereuen, mich am Leben gelassen zu haben. Hui. Ihr Wasser kommt aus einer Zisterne in der Nähe. Wir müssen durch die Gruft des Phyragnos, um sie zu erreichen. Aha. Ich treffe euch in den Ruinen. Wie durchtrieben die Kleine doch ist, Beates Plan. Ich will einige dieser Mistkerle vom Testament vergiften und ihre Leichen in die Zisterne werfen. Dadurch wird der Wasservorrat des Kults verseucht. Wenn sie von innen zu verbrennen beginnen, wenn sie sehen, wie die Leichen ihrer Brüder das Wasser verderben, sie sollen sich an das Leben erinnern, das sie mir genommen haben. Okay. Das heißt für uns, dass wir erstmal die Quest aktivieren, die aktiviert ist, und dass wir wieder in die Gruft des Phyragnos müssen. Gut. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Den Schlüssel dazu haben wir schon. Wahrscheinlich hat der Abschluss der Quest mit Reit diese Quest hier getriggert, sodass man da nicht Gefahr laufen kann, eine Quest zu beginnen, die man zum Zeitpunkt, wo man sie vielleicht macht, noch gar nicht abschließen kann. Das wiederum ist ganz klug.
Das hätte man noch deutlich schlechter lösen können. Das finde ich gut. Aber für uns geht es an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Wobei wir können eigentlich noch schnell, das machen wir mal eben noch, weil es die letzte Folge, die ich aufnehme, dann erst wieder so in ja, ungefähr einer Woche oder in ziemlich genau einer Woche, stelle ich mich mal vor die Gruft, dass ich auf jeden Fall weiß, wo es lang geht, was wir machen wollten und dass da nicht die Vergesslichkeit sich bemerkbar macht und ich nicht mehr weiß, wo ich bin, wie ich heiße und was wir machen wollten. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.